Hier soll künftig noch mehr Gold lagern. In den Tresoren auf dem Gelände der Bundesbank im Frankfurter Norden ist noch Platz. Die Bundesbank gibt dem politischen Druck nach und wird künftig die Hälfte ihrer rund 3.400 Tonnen schweren deutschen Goldreserven auch tatsächlich in Deutschland lagern. Das kündigte sie am Mittwoch in Frankfurt an. Das Ganze geschehe durch die schrittweise Umschichtung der Barren aus Tresoren der US-Notenbank Federal Reserve in New York nach Frankfurt. Dort lagert bislang rund die Hälfte des deutschen Goldes. Der Lagerstandort Paris solle zudem komplett bis zum Jahr 2020 aufgegeben werden. Aber alles Gold kommt nicht nach Deutschland. Bundesbankvorstand Karl-Ludwig Thiele. Eine vollständige Verlagerung aller Goldbestände nach Deutschland ist nicht sachgerecht, da somit eine schnelle Mobilisierung in einer Weltreservewährung, etwa Dollar in New York, erschwert und eine wesentliche Funktion des Goldes geschwächt würde. Die Bundesbank kommt mit ihrem neuen Lagerstellenkonzept Forderungen seitens der Politik und des Bundesrechnungshofes nach. Diese hatte unter anderem kritisiert, dass die im Ausland gelagerten Goldbarren noch nie auf ihre Echtheit untersucht worden seien. Die Bundesbank hatte das deutsche Gold ursprünglich wegen der Unsicherheit des Kalten Krieges und der deutschen Teilung auf mehrere, möglichst weit westlich gelegene Partnerländer verteilt. Deutschland verfügt heute nach den USA über den zweitgrößten Goldschatz der Welt. Mit einem Marktwert zum Ende vergangenen Jahres von 137,5 Milliarden Euro. Das deutsche Gold dient der Absicherung der Bundesrepublik für den Fall einer Währungskrise. Die Frankfurter Notenbank verwaltet das deutsche Gold autonom. Die Bundesregierung hat keinerlei Zugriff darauf.